Dies nicht. Oder vielleicht muss ich einen anderen ablenken. Müssen wir einen Fake-Telefonstreich machen, dass der weggeht. Wen sollte ich anrufen? Alle deren Nummern. Die Polizei vielleicht? Für heute habe ich genug von meiner Zukunft. Okay. Anwaltskanzlei Jones und Partner, bitte hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Wir boxen Sie raus. Dann verstehe ich was nicht. Kann ich kurz etwas fragen? Okay. Ja, dass das Rechtsklick nicht geht, ärgert mich ein bisschen. Naja, Mr. Michaels, Sie haben behauptet, Sie wären Samuel Gordons Sohn und Sie sind direkt am Tatort aufgetaucht mit einer kokelnden Fackel in der Hand. Die hatte ich, um mich zu verteidigen. Gegen den mysteriösen Geheimorden, den niemand kennt und auch niemand gesehen hat. Er wird in den Chroniken der Gordons erwähnt. Vor 500 Jahren. Vergessen Sie es. Und dann wäre da noch die Sache mit der armen Miss Valley, nicht? Da hat man auch ihre Spuren am Tatort gefunden. Oh, ich sagte doch, vergessen Sie es. Dieser Inspektor, ist der immer so nett? Weiß ich nicht. Bis vor einem halben Jahr war er noch in London, bei der Mordkommission. Wurde dann hierher strafversetzt. Das erklärt einiges. Seitdem versucht er alles, um hier wieder wegzukommen. Wegen jeder Kleinigkeit lässt er die Leute hier einsperren. Macht sich gut in der Statistik. Und Sie können nichts dagegen tun? Tut der Bär was gegen den Winter? Er rollt sich ein und schläft bis zum Frühling durch. Könnten Sie mir eine Kopie meiner Akte machen und an meinen Anwalt schicken? Hat er die nicht schon längst bekommen? Er will die aktuelle Version haben, für die Botschaft. Geht nicht. Aha. Stimmt was nicht? Hatte ich vergessen. Der Kopierer ist seit ein paar Wochen kaputt. Oh je. Aber ein neuer ist schon beantragt. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. So schlimm ist das nicht. Ich habe hier so wenig zu tun, da kann ich die meisten Dokumente auch abtippen. Verstehe. Wären Sie dann so nett, mir meine Akte abzutippen? Nein. Und wenn ich das Ding repariere? Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Wie lange wird er nach Angelina gefahndet? Solange wir sie nicht gefunden haben, gilt sie als vermisst. Auch wenn sie längst tot ist? Bisher haben wir ihre Leiche nicht entdeckt, Mr. Michaels. Wie weit waren Sie denn an den Ermittlungen in meinem Fall beteiligt? Hab die Kanalisation durchsucht und diesen Bunker. Und keine Spuren gefunden? Nö. Das kann doch nicht sein. Es ist verdammt dunkel da unten, Mr. Michaels. Und voller Ratten. Nichts für schwache Nerven. Und gibt's bei der Entführung etwas Neues? Haben Sie Tom, Bobby oder diesen Jungen in Wales befragt? Laut Aussage war Tom mit Bobby zu der Zeit in Alton Towers. Finden Sie es nicht etwas merkwürdig, dass die beiden in einen Vergnügungspark gehen? Merkwürdig ist nur die Tatsache, dass Bobby danach 2 Tage im Krankenhaus lag. Gehirnerschütterung. Aber dafür haben wir eine ärztliche Bescheinigung. Und wenn Tom nun gelogen hat? Können wir ihm nicht nachweisen. Er hatte 2 Eintrittskarten und die Bescheinigung des Krankenhauses. Verflucht. Und der Junge? Es gibt keinen Jungen namens Van Helsing in Wales. Auf Wiedersehen, Constable. Dann schauen wir uns einmal den Kopierer an. Es ist irgendwas aufgeploppt vorher, aber das habe ich nicht. Es kann doch nicht so schwer sein, einen Kopierer zu reparieren. Ich habe das schließlich studiert. Naja, sowas in der Richtung zumindest. Was haben wir da? Die Sicherung ist durch. Ein Knopf zum Anschalten, der grüne Knopf ist zum Kopieren.
Wenn ich die funktionierenden Kabel also richtig drehe und verbinde, sollte man wieder kopieren können. Ups, was habe ich gemacht? Ah, das ist ein kaputtes Kabel, so wie es ausschaut. Das ist ein kaputtes Kabel. Das. Und das. Warte mal. Okay, das sind alles genau die gleichen, also das macht keinen Unterschied. Oh, kann sein. Das ist ja die Sicherung, die kaputt ist. Das hätten wir. Ja, funktioniert jetzt wieder, oder was? Kann ich kurz etwas fragen? Hm. Der Kopierer funktioniert wieder. Hm? Könnten Sie mir jetzt meine Akte kopieren? Klar, ich schicke die Kopie dann an Ihren Anwalt. Hä? Die Kopie Ihrer Akte. Ach so, die kann ich auch selbst verschicken. Der Inspektor besteht darauf, dass keine Akten unbeaufsichtigt das Gebäude verlassen dürfen. Na, verstehe. Super. Hm. Scheiße. Constable? Hm? Wann geht denn die Post raus? Mein Anwalt braucht die Kopie so bald wie möglich. Ich werfe sie nachher in den Briefkasten. Sie sollte heute Nachmittag abgeholt werden. Danke. Auf Wiedersehen, Constable. Okay, das hat, wir müssen den Briefblitz dann bearbeiten. Okay. Das ist meine letzte Möglichkeit, an den Brief mit der Akte zu kommen. Irgendwie muss ich verhindern, dass der Brief unwiederbringlich im Postsack verschwindet. Das Brett hat genau die richtige Größe. Es liegt direkt auf dem Postsack auf. Wenn der Constable den Brief einwirft, kann ich ihn ganz einfach wieder herausziehen. Okay. Das ist ihm nicht aufgefallen, dass der Brief nicht reingefallen ist, sondern oben aufliegt. Hat funktioniert. Mal sehen, was da so alles drin steht. Freitag, 12.30 Uhr. Da müssen Sie die Leiche entdeckt haben. Der Todeszeitpunkt von Miss Valley war am Abend vorher, Donnerstag zwischen 22 und 24 Uhr.
Tod durch Verbrennungen nach Schlag auf den Hinterkopf. Grausam. Zeugenbefragungen dazu. Mal sehen. Unwichtig. Hab nichts gesehen. Hier geht's weiter. Freitag, 18.37 Uhr. Ausrücken des Einsatzfahrzeugs. Zu der Zeit war ich in der Ruine der alten Akademie. Zusammen mit Angelina, Louis und meiner Mutter. Dann Samstag, 0.06 Uhr. Brand unter Kontrolle. Da war ich gerade auf der Flucht aus der Ruine Richtung Schloss. Es wurden drei Leichen geborgen. Lady Eleanor Gordon, Butler Edward Bartholomew Bates und Köchin Sally Wood. Eine Überlebende, Lady Victoria Gordon. Ah, die Eleanor ist tot. Schwere Rauchvergiftung. Ebenfalls Samstag, 0.12 Uhr. Festnahme von Darren Michaels. Verdacht auf Brandstiftung und Mord an Miss Valley. Zeugenbefragung dazu unergiebig. Und Lady Victoria Gordon konnte nicht befragt werden. Steht unter Schock. Wurde nach zweiwöchigem Krankenhausaufenthalt auf eigenen Wunsch und unter medizinischer Aufsicht nach Hause entlassen. Hey, da steht, dass Murray sich nicht erinnern kann, mich am Donnerstagabend im Hotel gesehen zu haben. Das kann doch nicht sein. Er hat mich genau um die Zeit aus dem Hotel geworfen. Diese Ratte hat gelogen, na warte. Indizien für Anklage noch nicht ausreichend, aber dringend tatverdächtig. Stand der Ermittlungen. Darren Michaels Verhalten sowie seine widersprüchlichen Aussagen werden zurzeit von der psychiatrischen Gutachterin Dr. Joyce Winterbottom auf Glaubwürdigkeit hingeprüft. Hier noch eine Notiz an Constable Zack. Muss bei Diagnose von Wahnsinn Antrag auf U-Haft in Klapse gestellt werden? Uiuiui. Mögliche Tatwaffe? Eine bei Festnahme noch glimmende Fackel, die Darren Michaels bei seiner Ergreifung bei sich trug, wird im Labor untersucht. Abschiebung in die USA nicht möglich. Entlassung des Verdächtigen auf Kaution, auf richterliche Anordnung. Dr. Winterbottom als ausführende Aufsichts- und Rückmeldestelle genehmigt. Gut, damit habe ich schon mal zwei neue Ziele. Victoria besuchen und schauen, wie es ihr geht. Und Murray die Meinung sagen. Ich würde Murray die Meinung sagen. Ich schreib's mir in die Akte, damit ich's nicht vergesse. Da sind ja noch genug leere Seiten. Die Reste meines Tagebuchs kann ich auch gleich mit verstauen. Okay, ich drücke mal auf. Okay, da steht eigentlich... Ja, da steht jetzt nicht viel drin, außer das, was wir eh schon wissen. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu Murray. Oder war das Hotel war doch da hinten. Da müssen wir hin. Und dann werden wir ihm geben. Kalt warm kriegt er. Kalt warm. Wollen wir doch mal sehen, was Murray zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Mal wieder alles anklicken. Na klar. Es ist Springbrunnen. Beim letzten Teil ist noch Vogelbad dort gestanden. Sicher kein Trinkwasser. So eine Wasserverschwendung passt eigentlich gar nicht zu Murray. Vermutlich Regenwasser, das in einem Kreislaufsystem immer wieder hochgesprudelt wird. Murray gibt sich vaterlandsverbunden, der alte Blender. Gordon's Palace. Ich frag mich, ob das überhaupt rechtens ist, dass Murray diesen Namen verwendet. Das werden wir ihm wegjagen, Karas. Erste Handhabung, sobald wir wieder draußen sind. Okay, da hinten ist nichts. Da geht es einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Ich glaube zum Fluss. Da geht es einige Stufen nach unten. Wow, Mr. Michaels! Willkommen zurück im Gordon's Palace. Wir haben Sie hier schon vermisst. Ach ja, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war am Donnerstag vor 3 Wochen. Und da haben Sie mich aus dem Hotel geworfen, und zwar in hohem Bogen. Aus dem Hotel geworfen? Aber wieso denn das? Die Sache mit der Kanalisation?
Der Geheimgang in Angelinas Zimmer? Klingelt da was? Wirklich? Ach ja, da war irgendwas. Naja, tut mir leid, ich habe da wohl ein wenig überreagiert. Ich hoffe, Sie sind nicht nachtragend, Mr. Michaels. Ich bin gern bereit, das wieder gut zu machen. Sie werden verstehen, dass ich Ihr Zimmer so lange nicht reservieren konnte. Im Augenblick ist es auch leider belegt. Aber Sie können ein anderes haben. Ein größeres, schöneres für einen geringen Obolus. Geradezu lächerlich gering. Sie erinnern sich also wieder. Sehr gut. Dann gehen Sie bitte direkt zur Polizei und erzählen denen, dass Sie sehr wohl wissen, wo ich am Abend des Mordes an Miss Valley gewesen bin. Das war am selben Tag. Sind Sie da sicher? Nun, das kann schon sein. Ich merke mir sowas nicht. Warum auch? Es geht mich ja im Grunde nichts an. Sie hinterlistige Ratte. Ich verlange, dass Sie auf der Stelle zum Inspektor marschieren und die Aussage korrigieren. Mr. Michaels, Sie laufen doch frei herum. Ich verstehe Ihr Problem nicht. Ich bin nur auf Kaution draußen. Oh, herzlichen Glückwunsch. War bestimmt nicht billig. Ich sehe trotzdem nicht ein, warum ich mich in Angelegenheiten einmischen soll, die mich nichts angehen. Das kann doch nicht wahr sein. Wegen Ihnen schmore ich seit 3 Wochen unschuldig im Gefängnis. Mr. Michaels, es tut mir außerordentlich leid, aber ich kann Ihrer Aufforderung nicht nachgehen. Meine Glaubwürdigkeit würde auf dem Spiel stehen, wenn ich einfach so meine Meinung ändere. Es sei denn... Es sei denn was? Hä? Na kommen Sie, rücken Sie schon raus mit der Sprache und hören Sie auf mit diesen Spielchen, Sie mieser kleiner Erpresser. Sonst verspreche ich Ihnen, geht die Mordserie weiter, und zwar hier und jetzt. Nicht doch. Allerdings wäre ich der Letzte, der sich Ihnen in den Weg stellt. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ist es nicht so? Nun, wie auch immer. Ich hätte gern ein Foto von ihm. Nichts Spektakuläres. Vielleicht irgendwo im Wald mit einem Messer in der Hand. Damit ich auf direktem Weg in die Klapse wandere. Ausgeschlossen. Gut, überlegen Sie es sich. Ein hieb- und stichfestes Alibi für ein klitzekleines, lächerliches Foto. Kein schlechter Tausch. Sie sind ein verdammt widerlicher Drecksack, Murray. Wissen Sie das? Ich gebe Ihnen sogar eine Kamera mit. Mein bestes Stück. Wird die noch mit einer Kurbel betrieben? Oh, das ist eine Rarität. Eine der ersten Sofortbildkameras vom Typ SX-70 auf dem europäischen Markt und noch sehr gut in Schuss. Vor 15 Jahren wurde sie von einem sehr gepflegten Herrn bei mir im Pfandhaus in Zahlung gegeben und nie abgeholt. Man kann also sagen, ich habe sie rechtmäßig erworben und nun vertraue ich sie Ihnen an. Passen Sie auf, ich erkläre Ihnen, wie sie funktioniert. Schon gut, das kriege ich selbst hin. Falls ich sie benutze. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe hier noch ein Geschenk für Sie. Hier, einen nagelneuen Rucksack. Mit Samuel drauf. Oh, Zimmer 2. Und freie Kost und Logis, solange Sie wollen, Mr. Michaels. Nehmen Sie es als Friedensangebot und als Entschädigung für den Ärger mit der Aussage. Sie haben doch echt nicht alle Tassen im Schrank. Mr. Michaels, warten Sie! Was denn jetzt noch? Ach, vergessen Sie das mit dem Wald. Vor dem Schloss wirkt es bestimmt viel eindrucksvoller. Das Foto meine ich. Wer ist hier der Wahnsinnige? Ein Rucksack mit dem verzerrten Gesicht meines Vaters drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob Mary so etwas überhaupt verkaufen darf. Ach, egal. Ich werde ihn später verklagen. Schauen wir erst einmal, was drin ist. Feuerzeug. Ein Messer. Der Schlüssel wieder. Ein Feuerzeug mit dem Gesicht von Samuel drauf. Vermutlich könnte ich darüber lachen, wenn es nicht mein eigener Vater wäre. Einer von Marys Merchandising-Artikeln. Ein blutiges Plastikmesser. Macht sich sicher gut an Halloween zusammen mit einer Samuel Gordon-Maske. Plastikseelenschlüssel, check. Batterien, Fehlanzeige. Mary Geizkragen, check. Das sind Infos über alle Attraktionen, die Willow Creek so zu bieten hat. Das Mordmuseum. Die Tatortroute inklusive Stippvisite im Pub und Gruppenfoto vor dem Schloss. Mehr will ich gar nicht wissen.
Was haben wir da? Blutige Grüße aus dem Mörderdorf. Black Mirror Castle sehen und sterben. Hello and goodbye mit den Gordons. Ziemlich einseitige Kartenauswahl. Black Mirror Castle im Posterformat. Ich frage mich, wer sich sowas übers Bett hängt. Tja, The Murray. Ein großer Wagen für die Massen an Gepäck der hereinströmenden Touristen. Murray hatte schon immer einen Hang zum Größenwahn. Der Willow Creek Telegraph. Die Gäste müssen ja auf dem Laufenden bleiben über alles, was der Mörder so treibt. Ein Telefon? Ein Telefon? Murray, mein Lieblingshotelier. Zuvorkommend, hilfsbereit, höflich und stets bemüht, aus Verbrechen den maximalen Profit zu schlagen. Ein Gästebuch. Da werde ich mich ganz bestimmt nicht eintragen. Eine Schale mit Äpfeln, bestimmt vergiftet. Können wir noch mal reden mit ihm? Hi, Murray. Oh, der ehrenwerte Mr. Michaels. Was haben Sie auf dem Herzen? Kennen Sie den Inspektor? Mr. Spooner? Oh ja, aber sicher. Er war zweimal bei mir. Hat das halbe Hotel auseinandergenommen. Ein wirklich rücksichtsloser Kerl. Aber auch gut für das Geschäft. Wann kann man schon als Tourist direkt bei so einer Ermittlung zusehen? Nur leider hat er sämtliche persönlichen Gegenstände von Ihnen und Miss Angelina Morgan konfisziert. Ich kann also nur Repliken im Museum ausstellen. So ein Pech aber auch.